So, wenn mir da das Licht aus... wenn mir da das Licht ausgeht. Ja, manchmal geht mir halt das Licht aus statt an, ne? Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Damakash und du schaust One Upon Light. Ich fange dieses Spiel jetzt hier neu an. Ich weiß nicht, ob ich es fertig spiele. Es ist ein kleiner Ersatz dafür, dass heute leider kein Resident Evil rauskommt, weil die liebe Mina leider krank ist. Ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Besserung. Und ich habe gedacht, ein kleines Ersatzspiel kann ja eigentlich nicht schaden. Ich fange jetzt hier ein neues Spiel an. Ich habe nur Einstellungen gemacht bisher. One Upon Light. Und du siehst schon, es ist ein kleiner Plattformer mit einem, gezeichnete... Oh, was ist passiert? Hat es funktioniert? Mit einem Wissenschaftler in einer sehr... Ja, eigenen Grafik, mit einem eigenen Stil. Es ist so dunkel. Und ich für meinen Teil mag ja eher eigenwillige Spiele schon sehr, muss ich sagen. Kann ich hier... Oh, oh, oh. Ich kann kein Licht verkraften. Ich wollte eigentlich... Ach du lieber... Oh, wie komme ich da jetzt dann durch? Da komme ich ja nicht durch dann, oder? Ach doch, wenn ich schnell genug bin, ja. Ich muss hier durch. Nein, 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 hier. Ach, guck mal. Aber da gibt es auch nichts für mich, ne? Da ist jetzt die Licht... das Licht ausgegangen, aber da ist nichts weiter. Nee. Gut, dann gehe ich jetzt hier weiter. Ach, das ist ja sehr cool gemacht. Ich weiß tatsächlich nicht so recht, was mich erwartet. Das Spiel hat mich einfach angesprochen und... Oh, oh. Okay. Das Spiel hat mich einfach angesprochen. Es gibt so Spiele, ne, die siehst du und denkst, oh ja, Mensch, cool. Und das gehörte zu diesen. Und... Ja, wie gesagt, ich bin nicht so ganz im Bilde. Kann ich... Ach, guck mal. Ich könnte hier... Kann ich hier die Leiter vielleicht runtergehen? Nee. Aber hier kann ich auch nicht lang. Ach so, das Licht da bewegt sich. Da muss ich einfach nur Geduld beweisen. Ich sehe schon. Gut. Und jetzt... Oh, falsch gelaufen. Jetzt aber... Sehr schön. Jetzt dann hier raufgehen. Ja, perfekt, würde ich sagen, oder? Naja, perfekt ist relativ. Ich mag ja solche Puzzle-Plattformer tatsächlich sehr. Ich habe ja auch das Nihilumbra sehr, sehr gerne gespielt. Auch ein kleines Indie-Spiel. Das fand ich auch ganz, ganz grandios. Ich bin jetzt hier mal gespannt. Ja, da muss ich ja rumgehen. Da komme ich ja durch das... Oh, oh. Ja, bravo. Ach so, na, da ist das Licht von kaputt gegangen. Na, dann geht's, dann kann ich auch da lang gehen, dann stört mich das nicht so. Die Frage ist, warum vertrage ich kein Licht? Wer bin ich, wo bin ich und warum bin ich hier? Oh nein! Lauf, 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 lauf. Kann ich nicht schneller? Nee, kann ich nicht.
Explosion in Rosewater. Verbindung zu renommierten Lichtenergieprojekt. Aurora Science bedauert schrecklichen Unfall und verspricht Aufklärung. Ah ja, und jetzt muss man hier die verschiedenen Seiten einsammeln, wahrscheinlich des Berichts oder so. Ach, das gefällt mir, ja. Ja, bravo. Na, springen kann ich nicht. Ach so, jetzt wird da das Licht ein wenig verdeckt, wenn ich das richtig sehe. Ach, das ist ja, das ist so nett gemacht, oder? Also, ich finde diese Perspektive auch cool, ne? Also sonst hast du das ja immer, dass du das so seitlich siehst und jetzt hat man einfach diese Draufsicht, die mir tatsächlich, also die sehr ungewohnt ist, hier fällt alles auseinander, die sehr ungewöhnlich ist, aber mir doch sehr gefällt. Ich bin sehr gespannt. Okay, da muss ich jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Ah, da kann ich mich dann in die... Ich muss Schatten als Deckung nutzen, um weiterzukommen. Das dachte ich mir schon. Da vorne hin. Ich habe mal einen kleinen Wettbewerb gehabt. Der hieß Damakash sucht den Supergamer. Und da war ein Spiel dabei. Da ging es auch um Licht und Schatten. Das war auch sehr cool. Aber auch dieses hier, muss ich sagen, gefällt mir jetzt tatsächlich ganz gut. Da kann ich mich mit dem Schatten bewegen. Jetzt hier. Ah, perfekt. So, jetzt ist natürlich die Frage... Ah, gemein, ja. Sehr, sehr gut. Das sollte doch machbar sein hier. Zack, zack, zack. Lauf, 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 lauf. Lauf, oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh je, ich armer kleiner Wissenschaftler. Ich bin ein Vampir, ich bin ganz lichtscheu. So, jetzt warte ich aber. Ich warte, ich gehe lieber mit dem Pendel. So. Ach du meine Güte. Macht er da nur so ein Eckchen? Macht er das gar nicht ganz? Oh, das ist aber... Vielleicht kann ich besser hier lang gehen, oder? Und... Ja. Prima. Ballast. 23 Tote. 42 Verletzte bei Explosion in Rosewater. Viele noch vermisst. Aurora Science und der Preis des Versagens. Sozialversicherungsamt. Hast du den Artikel in der Wissen und Fortschrift gelesen? Hat die Presseabteilung das abgeklärt und dem? Und dann ist es durchgestrichen. Was ist denn da passiert für ein merkwürdiger Unfall? Das ist ja doch etwas mysteriös. Ach, guck mal, hier mit dem Schrank kann ich interagieren. Schieben und ziehen. Zurückziehen geht anscheinend auch. Ja, aber... So vielleicht und dann... Ha. Ich muss ja da unten hin, ne? Alles klar. Oh! Na gut, und dann hier so hoch. Gut, am Anfang sind die Puzzle ja immer noch machbar und relativ einfach. Das ändert sich dann natürlich im Laufe des Spiels. Wie gesagt, ob ich es ganz zeige, das lasse ich davon abhängig machen, wie lange das Spiel jetzt dauern wird. Das kann ich ja noch nicht so ganz abschätzen. Das muss ich sehen. Ich habe jetzt halt gedacht, als kleiner Ersatz, ne, statt Resident Evil, damit der Tag nicht ganz ohne Video ist, habe ich gedacht, mache ich das so? Nee, kann ich das hier? Pass mal auf. Und dann so. Und da das auch ganz neu rausgekommen ist und... obala. Und ich da sowieso reinschauen wollte, also ich hätte da so oder so reingeschaut, auch... ohne Aufnahme. Gibt es ja manchmal, ne? ja, bietet sich das ja aber an, das dann jetzt auch gleich mit aufzunehmen. Und nee, ich schiebe lieber, sonst muss ich ja in das Licht laufen. Das wäre ja total doof. Vielleicht hier.
Okay, und jetzt hier hoch, oder? Ja, viel weiter kann ich nicht hochgehen. Jetzt muss ich mir den nächsten schnappen. Und den schiebe ich dann da so vor. Ist ja egal, die müssen ja nicht in einer Linie sein. Das geht ja so genauso. Und dann komme ich da nämlich durch. Und dann bin ich schon bei der nächsten Seite. Sehr schön. Polizeirevier, Zeugenaussage, Verbindungen. Innovative Lichtforschung beeindruckt Publikum bei Technologieausstellung. Weitere Photonen-Anwendungszustände. Also anscheinend wollten die ja was Gutes machen, sieht so aus, oder? Bevor das dann hier kläglich scheiterte. Und das scheint ja ein Riesen-Science-Lab zu sein hier. Also ein großes Forschungslabor. So, was ist da hinten? Ach so, na. Ich muss einen Weg durch diese Tür finden. Ja, da hinten ist ja ein Knopf. Ein paar Sachen funktionieren hier anscheinend noch. Ah ja, ich sehe schon. Gut, und dann kann ich hier durch. Oh oh. Ach so. Ich kann leider nicht schneller laufen. Und ich befürchte fast, die Lampe wird gleich zurückkommen. Ja, ich dachte mir sowas schon. Ich hoffe, ich bin hier sicher. Oder kommt die gar nicht zurück? Nee, die leuchtet jetzt da hinten sinnlos in der Gegend rum, oder wie? Nein, da kommt sie. Oh, oh. Oh nein. Okay, jetzt bin ich vor ihr sicher. Oh nein, wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter? Hier. Ah, die wird bis hier hochkommen, oder? Ah, da war ich zu langsam dann. Shit. Oh Gott. Oh nein. Leuchte mich nicht an. Ich bin ganz... Ich mag kein Licht. Ich finde Licht total gruselig. Oh. Ah, na toll. Jetzt geh aus da. Zackig. Geh weg. Und da ist der nächste Schalter. Ach, und dann komme ich da durch die... Ach, so was ist aber... Oh. Ich glaube, angefangen mit solchen Plattformen hat das seinerzeit mit Limbo, oder? Also das ist so der erste. Ich warte jetzt, bis die eine Lampe da vorne weg ist. Das ist der erste, der mir jetzt spontan tatsächlich einfällt und in den Sinn kommt. Ist da Limbo. Auch ein ganz, ganz tolles Spiel. Habe ich auch irgendwie noch nie gespielt. Ich habe dazu aber das ein oder andere Let's Play schon gesehen. Und dann kann ich mich da so hinterstellen, ne? Ah, bin ich ein Cleverle. Oh, so clever dann wohl doch wieder nicht. Gut, die ist relativ schnell. So. Und jetzt aber. Ich bin auch schnell hier, so ist nicht. Jetzt muss ich schauen. Da sind Lichter. Ach, da sind die. Hm, na gut, dann... Ach, das ist natürlich auch... Ah, das ist so eine Timing-Sache, ne? Also... Oh, oh. Und ich sag es noch. Man ist da auch dann sehr langsam. Ich kann mich gar nicht so recht bewegen. Oh, oh nein. Na, das war jetzt aber... Das war nicht der Plan. Gut. Oder auch nicht gut. Ich glaube, ich muss das dann ziehen, oder? Ach nein, ich kann das nicht ziehen, weil ich sehe gerade, da kommt ja von der anderen Seite auch Licht. Das ist ja total paradox. Ach du guter Gott. Nein, geh schneller. Oh nein. Ha, mache ich das noch falsch vielleicht? Habe ich da irgendwie noch nicht die richtige Taktik? Also jetzt warte ich noch, bis es da ist und dann versuche ich da mit dem Licht mitzugehen.
Ah, oh, schneller! Nein! Ah! Ich glaube, das war aber gar nicht so schlecht jetzt. Also ich glaube, die Idee war ganz gut. Aber ich schaffe nur zwei. Ja, aber ich schaffe doch so nicht noch eins. Das schaffe ich ja nicht. Ich muss noch eins vor. Es nützt mir nichts. Aber wie soll ich das denn... Ach, sag mal. Bin ich denn zu blöd, oder was? Oder meinst du, ich muss mir die... Nee. Das ist ja... Das macht ja auch keinen Sinn. Vielleicht mache ich das einfach so. Dann kann ich da wenigstens links und rechts. Aber kann ich dann da drüber noch stehen? Ah, dann kann ich da drüber, da drüben, da drüber ja nicht stehen. Das ist ja, macht keinen Sinn. Okay. Ja, ich kann mich hier halt hin... Oh, oh. Hier halt hinstellen, aber das bringt mir ja gar nichts. Ich müsste den noch vorschieben, aber wie soll ich das machen, ohne dass mich die blöde Lampe da erreicht? Gibt es da... Ich kann den nicht... Nee, ich kann den nicht in die Richtung ziehen. Mm-mm. Wie soll das gehen? Lauf, 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 lauf doch! Oder muss ich dann erst vor dem weglaufen vielleicht? Warte, vielleicht geht das. Weiß, dass ich erst wieder hierhin zurück... Ah. Ja, da. So nun nicht, ne? Komm schon, das muss doch wohl machbar sein hier. So, einen kann ich, glaube ich, noch, ne? Einen schaffe ich noch. Ja, pass auf. Und jetzt lauf, 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 lauf doch. Nee, ich habe gedacht, ich kann da vielleicht vor dem weglaufen, aber das funktioniert auch nicht. Also, wie soll denn das gehen wieder? Mensch! So, und jetzt hier. Ja, das sah doch nicht so schlecht aus, aber noch schlecht genug, ne? Scheiße, ich muss den drei Schritte vor. Es nützt mir alles nichts, also. Und jetzt weg, 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 weg. Oh nein, lass doch. Ah, diesmal wäre es gegangen. Ah, scheiße. So. Und jetzt muss ich noch... Na, wie soll das denn funktionieren? Ja, aber wie soll ich... Ah, und jetzt kann ich... Genau, wenn der weg ist, weiterschieben. Na, das ist ja tricky Scheiß, ey. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Noch eins müsste ich den vorsetzen, glaube ich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, nee, ich... Ach, Mann. Ah. Okay. Und los geht's. Okay. Ach Gott, ist das... Sowas ist gar nicht so einfach, oder? Ich weiß nicht, wenn du so Plattformer spielst, machst du sowas? Kannst du sowas? Kannst du das nicht? Findest du das schwer oder findest du das eher leicht? Oder... Ich finde sowas dann immer... Ich spiele sowas sehr gerne. Ich mag das tatsächlich. Ist ein, oh, ist ein Genre, was mir total viel Spaß macht, wo ich richtig Freude dran habe auch. Aber... ich habe, glaube ich, selten mal einen wirklich fertig gespielt, weil ich immer... da muss ich dann schnell weiterschieben. Da kann ich nicht stehen bleiben, da kann ich mich nicht mehr verstecken.
Aber ich habe, glaube ich, selten mal einen fertig gespielt, weil die dann irgendwann so schwierig werden, dass ich dann frustriert einfach das Ding an die Wand geklatscht habe und keine Lust mehr hatte. Also ich habe Nihilumbra zu Ende gespielt, weil den fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Also der ist einfach auch super nettes Spiel. Aber ich habe, glaube ich, so, also ich habe zum Beispiel noch eins, das sind so Puzzle, wie heißt denn das? The Bridge oder so, glaube ich. Das ist auch so cool, das Ding. Aber sau, sau schwierig dann irgendwann. Ich bin da dann einfach schlicht und ergreifend nicht mehr weitergekommen, sodass ich dann aufgegeben habe. Ich habe es dann deinstalliert und dann habe ich es irgendwann mal wieder installiert und dann habe ich es halt wieder deinstalliert, wie das dann so ist. Die Speicherstände hat man ja, Gott sei Dank. Und lauf, 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 lauf. Wuhuhuhu. Die Speicherstände hat man ja, Gott sei Dank. Ne? Man kann da immer wieder probieren. 5 Operationen. Project Worcester. Rosewater-Unfall. Aurora Science Labor von Polizei geschlossen. Aurora-Vorstand wähnt Sabotage, dementiert Sicherheitsmängel. Polizeirevier, offizielle Stellungnahme, Ermittlungsbericht im Fall Aurora Science. Unglück. Ich bin sehr gespannt, was mich hier jetzt dann noch erwartet. Leichter wird es ja auf jeden Fall nicht. Das sieht eigentlich wie ein kurzer Weg aus. Aber lassen wir uns mal nicht täuschen. Da geht es nicht entlang. Der Maschinenraum. Hier ist schon länger niemand mehr durchgekommen. Oh, die schießen da Lichtkugeln. So, alles klar, aber wo muss ich denn lang? Ja, da komme ich ja nicht durch. Das ist ja... Aber habe ich denn jetzt... Na, da oben konnte ich ja nicht lang. Da muss ja... Hier ist bestimmt irgendwo ein Schalter oder so, den ich noch nicht gesehen habe. Da hinten ist noch ein Schalter... Ach so, und dann sind... Ah, ja, ich sehe schon, da kommen dann Schatten, wo man dann schnell durchlaufen muss. Gut. Da, wo das weiße Nupsi ist, ne? Wahrscheinlich. Ja, gut. Und dann da wahrscheinlich auch, wo das weiße Nupsi an dem Zahnrad ist. Nein, 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 nein! Ja. Ja. So geht das natürlich nicht so gut. So, einwandfrei. Jetzt gucke ich mal. Ach so, das weiße Nupsi ist eine Wand sozusagen. Ich verstehe. Da ist eine Wand vor und das macht dann Schatten. Oh Gott. Oh nein. Ach komm schon. Das ist echt mies jetzt. Nein, 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 nein. Ach, ich muss den Schalter und dann muss ich los. Okay. Lauf, lauf. Oh nein. Ich muss oben gehen. Unten reicht es anscheinend nicht ganz. Da bin ich nicht schnell genug. Oh, oh, nee, da bin ich nicht schnell genug. Ich muss unten direkt vor dem Ding laufen, oder? Ja, das macht mehr Sinn. Ja, ich verstehe. Lauf, 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 lauf. Sehr cool. Ich hoffe noch, ich weiß noch, wie man von hier ins Labor kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich drehe einfach alle Schalter, die es gibt und... Ah, da kommt die Lichtwand. Den Schalter da hinten werde ich auch bewegen. Da warte ich jetzt wieder, bis die Licht, also die Wand kommt, damit mir das Licht abhanden kommt sozusagen. Und jetzt, oh, nee, so rum geht's nicht. Kann ich? Ich kann hier in diese blöde Tür nicht rein. Ach, da brauche ich den Schalter. Was ist denn hier hinten noch? Ach, da kann ich mir so einen Schrank holen. Guck mal. Aber das Ding müsste sich mal bewegen.
Okay. Oh, das ist gemein. Wie soll das denn funktionieren? Ach, komm schon. Also, warte, jetzt gucke ich mir das nochmal an. Jetzt bewege ich nur den Schalter und schau mal, was passiert. Dann dreht sich das. Das wird bedeckt. Dann ist ganz viel Licht. Ich drehe noch... Ah, ich muss das genau abwarten. Wie gemein. Das ist die Schattenwand da, glaube ich. Ne, ich muss gucken, ob das an der liegt. Ja, das liegt an der. Okay. Dann warte ich jetzt. Ist die oben? Die kommt jetzt und dann runter. Drücken. Nein, das war zu... Schade. Schade, aber ich muss ein bisschen früher. Ein bisschen früher, wenn es geht. Jetzt. Und los. Los! Oh nein! Okay, jetzt warte ich und bis der da in der Mitte bei dem kleinen Knubbel ist, glaube ich, warte ich und da drücke ich dann meinen Schalter. So, jetzt. Nein, da war er zu früh. Alter Falter, ey. Ist noch zu früh. Weißt du, wie soll ich das machen? Jetzt warte ich dann, bis der da an dem schwarzen Ding mal ist. Ja, jetzt war es noch zu früh. Na, wann muss ich das denn drehen? Hä? Das verstehe ich wieder nicht, weißt du? Ja, so wäre es gegangen. Okay, wenn der davor, also auf der jetzt gegenüberliegenden Seite ist, muss ich machen. Jetzt. Ach komm, nein! Gemein! Ach, das war ja wieder vollkommen für den Arsch. So, jetzt, komm her. Ich sage es dir, ey. Was für ein Spiel. So, schieben macht mehr Sinn, ne, in dem Fall. Tja. Und jetzt muss ich dann schieben, wenn da der Schatten... Ach, ist das mies, ey. Oh nein, ich muss da hoch. Ich wollte runterlaufen, wie blöde. Na, immerhin muss ich nicht nochmal ganz neu machen. Guck mal, das ist auch der... Ach nee, das ist... Ja, ich muss ja hoch. Genau. Jetzt warte ich. Warten. Halt es fest. Und jetzt schieb und hoch. Hä? Ach Mann, ey. Komm her. Ah, warte, jetzt gucke ich mal. Jetzt gedelt der da und dann schaffe ich das dann nicht mehr hochzulaufen, oder? Und wenn ich das aber schiebe, dann... Oder muss ich dann zurücklaufen und dann wieder hin oder so vielleicht? Das kann natürlich sein, ne? Ah nee, das schaffe ich ja zeitlich gar nicht. Das dürfte nicht machbar sein. Ich muss das machen, wenn der Schatten da ist. Ansonsten geht es nicht. Ah, nein, ich wollte gar nicht zweimal schieben. Ich wollte einen. Hätte Würstchenkette, ne?
Ah, Mann. Ja, wie... Ah, na, alter Verwalter. So, jetzt aber hier, komm her. Du blöder Schrank. Ich brauch dich, sonst komm ich da oben nicht hin. So. Ja, ich brauch den. Warte, ich muss den... Ahahaha, okay. Jetzt muss ich da unten. Ich bin ein zu weit gewesen. So sollte ich das machen vielleicht. Und jetzt muss ich mal schauen. Reicht mir das dann? Ja, vermutlich, ne? Anders geht's ja nicht. Dann hoffe ich mal, dass mir das langt. Und... Ah! Das langt mir nicht. Ich muss echt das blöde Ding dann ziehen. Ach, komm schon. Ich komme mir gemobbt vor. Ey, really? Nein, hier. Oh, Mann. Ja, das schaffe ich halt nicht, ne? Aber schieben schaffe ich doch so auch nicht, oder? Oder kann ich das da reinschieben? Ja, das müsste gehen, wenn das kommt. Mhm. Aber dann bin ich wahrscheinlich auch... Da muss ich wieder zurücklaufen. Das geht sonst nicht. So. Und jetzt halt wieder hinlaufen, wenn der Schatten da ist. Ach du meine Nase, ey. Das ist aber tricky hoch 10 im Quadrat, ich sag's dir. Ja, und jetzt muss ich auch noch wieder zurück. Ja. Mach doch mal jemand hier das Licht aus, das ist doch nicht gesund. Ach so, hätte ich gleich durchlaufen können, ne? Warum bin ich denn überhaupt so lichtempfindlich? Was ist denn nun mit mir los? Na gut, aber hier gehe ich jetzt einfach mal rein. So, und das wird sich jetzt wieder bewegen und dem muss ich dann wahrscheinlich... Aber guck mal, der läuft... Da verändert sich dieses Mal der Schatten. Ih, wie mies ist das denn? Guck mal. So, das schaue ich mir jetzt erstmal an. Da kommt der Schatten langsam, dann wird er da schnell und dann... Ach, du guter Gott! Ja, ja, geht jetzt nicht. Ich habe verstanden. Dann bleibt mal stehen. So, und jetzt hier. Oh! Ich sag's dir, ey. Kistentransportband, Bedienungshinweis. Nicht einschalten, solange keine Kiste geladen ist. Nicht bereit, bereit. Achtung! Aus Sicherheitsgründen darf verpacktes Material nicht manuell zwischen Abteilungen transferiert werden. Falls Sie Material in einen anderen Raum bringen möchten, nutzen Sie bitte ein Transportband. Das werde ich jetzt wahrscheinlich dann gleich im nächsten Level brauchen, vermute ich. Ganz viel Licht und ein Zeitungsartikel. Na gut. Dann schaue ich mich jetzt hier erstmal um. Ah, ich kann hiermit bestimmt... Ah, ich kann die Kisten dann bestimmt transportieren. Kann ich mich nicht einfach auch transportieren? Das fände ich viel cooler. Und kann ich jetzt... Nee. Muss ich jetzt da noch was drücken? Oh. Nee. Ich gehe einfach mal weiter und hoffe, dass ich das dann einfach da abholen kann irgendwo. Was ist hier? Ah, hier müsste das dann eigentlich hintransportiert werden. Sehe ich das richtig? Gut, aber wie mache ich das denn? Ich kann das nicht mehr schieben. Ah, da gibt's, vielleicht gibt's da einen Schalter. Warte mal.
Der hier. Da ist er. Die Maschinen sehen aus, als könnten sie jederzeit den Geist aufgeben. Ja, na gute Nacht. Das sind ja Aussichten. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier mit dem Kasten machen soll. Aber ich werde es wahrscheinlich erfahren. Guck mal, den Schalter umlegen vermutlich, ne? Da komme ich ja sonst nicht hin hier. So. Und wenn ich clever bin, nehme ich die Kiste auch mit. Man kann nie wissen, ob man mal eine Kiste braucht. Ach so, nee, das geht gar nicht. Doch so, ich kann ja auch schieben. So. Komm mit. Ah, okay, durch die Wand geht es nicht. Das geht dann nur über ein Transportband. So, wo bin ich hier denn? Was ist denn hier? Ich gehe erstmal, glaube ich, hier oben schauen. Da brauche ich Kisten zum Transportieren. Eine Kiste sehe ich da oben schon. Und da unten ist ja auch eine Kiste. Die könnte ich vielleicht sogar da wegziehen. Ja, aber... Nee, die kriege ich da ja nicht. Ich komme ja da nicht durch. Ich kriege die ja nicht runter. Gut, ich schaue erst mal da oben. Was ist hier denn? Hier ist auch noch eine Kiste. Ah, die kann ich bestimmt... Pass auf. Die kann ich bestimmt da drüben hin machen. Aber... Ach, da ist der Schalter, den ich umlegen muss. Ja, ich sehe schon. So, und nu? So, was ist das denn hier für ein... Ah, da kann ich das Licht ausmachen. Wuhu! So. Das hört sich übrigens... Da sind so Hintergrundgeräusche so ganz leichte. Die hören sich irgendwie nicht so ganz gesund an, muss ich leider zugeben. So, jetzt fährt die dann da hinten hin. Ja, perfekt. Dann gehe ich da doch mal schauen. Mit der Kiste komme ich momentan noch nicht weiter. Und da muss ich abwarten. Das hier bringt mir gar nichts, die aufzumachen, ne? Ach, die geht eh nicht auf wegen dem Kühlschrank da. Ah, jetzt ist das Licht da aus. I see. Ja, aber die Kiste hätte ich doch so oder so holen können, oder? Also, ist doch eigentlich egal. Oder sehe ich das falsch? Oh. Okay, ich weiß nicht so genau. Wo ist denn der Schalter dafür? Ach, der ist da. Ja, aber der wird ja von zwei... Ah, ich brauche die beiden Kühlschränke. Ich brauche beide. Es geht nicht anders. Okay, kann ich das nochmal... Nein, ich würde den gern hoch. Ach du guter... Ja, ach du lieber Gott. Oh. Ja, dann warte mal. Wo... Könnte ich den denn... Ich muss die ja eh nacheinander machen hier. Was ist mit dem hier? So, das wäre Nummer uno. Jetzt muss ich nur den zweiten mir auch noch holen. Den zweiten Kühli. Kriege ich den da durch die Tür? Das weiß ich nicht genau. Na, dann mal durch da. Komm her. Gib alles. Zieh. Nein, da komme ich nicht durch. Aber hier sollte ich ihn durchbekommen, ne? Ach du liebe Güte. So, und dann kann ich den da hochschubsen. Deswegen musste das Licht aus. Ich verstehe, ich wäre ja sonst da nicht durchgekommen. Da hätte ich ja nicht lang gehen können. So. Tada!
Zutritt nur mit Werksausweis. Aurora Science wird umweltfreundlich. Die Laborverwaltung hat energiesparende, sensorbasierte Sicherheitsschranken in einigen hochfrequentierten Sicherheitsbereichen installiert. Aktivierung erfolgt mit Ihrem Werksausweis. Falls Sie sich als effizient erweisen, sollen weitere Bereiche folgen. Unsere Kistentransporter wurden mit einer automatischen Rückholfunktion ausgestattet. Diese mehrfache Materialtransporte vereinfacht. Aktivieren Sie eine beladene Transportplattform, um eine Kiste in den Nebenraum zu transportieren. Erneute Aktivierung bringt die Kiste zur Ladeplattform zurück. Bitte üben Sie äußerste Vorsicht im Umgang mit schweren und gefährlichen Materialien. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Ja, und habe ich auch einen Weg? Bei den Sensoren in diesem Korridor muss ich aufpassen. Ja, ich merke schon. Boah! Gut, die Kiste muss ja dann wahrscheinlich darauf, sonst würde sie hier nicht stehen. Da vorne ist das Licht. Dann mal den Schalter, damit die Kiste sich bewegt. Ach ja, und die kommt dann gleich im Nebenraum raus, wie ich sehe. Perfekt. Brauche ich die Kiste noch? Das weiß ich nicht. Hier ist ein Lichtschalter. Ach so, nee, dann muss ich die Kiste mitnehmen. Noch mehr. Den Aktenschrank oder was das ist, ne? Ist ja keine Kiste, ist ja eher ein Aktenschrank. So, und der geht jetzt wohin? Ach, der wird da... Ach so, so mit so einem Haken. Das ist ja awesome. Okay. Ich weiß nicht genau, wozu. Ah, wahrscheinlich würde ich sonst jetzt gebrutzelt werden, ne? Und kann ich die... Ach so, das ist ein Rückholschalter. Die brauche ich bestimmt noch, die olle Kiste. Ich gucke aber erstmal. Ja, die werde ich jetzt hier dann brauchen. Gut, dann hole ich mir die natürlich und nehme ich die mit. Mit meinem Rückholschalter. Einmal mit. Wieder zurück, bitte, meine Kiste. Oh, da brutzelt das aber alles ziemlich. Ich weiß nicht, wie gesund das alles so ist. So, dann nehme ich das mal mit rauf. Und dann muss das wahrscheinlich da... auf diese Plattform, damit mir das Licht auf der Seite ausgemacht wird. Ja, das sieht richtig aus. Jetzt muss ich das aber ja wahrscheinlich noch weiter mitnehmen, ne? Ich befürchte sowas fast. Warte mal. Okay, wo geht denn hier das Licht an? Ich sehe die Lampe gar nicht. Ach, da geht die Lampe dann aus. Ach, ist ja gemein. Da muss ich die... Ah, wenn ich jetzt da durchgehe, geht es dann wieder an? Ja, natürlich. Ach, du guter Gott. Pass auf, ich kann die Kiste jetzt ja... Was ist denn hier unten für ein Gang? Kann ich hier nicht langlaufen? Doch. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Pass mal auf. Ist vielleicht einfacher als da mit der Lampe, oder? Ich probiere das einfach mal. So. Ach, da kriege ich die Kiste. Kriege ich die da lang geschoben? Nee, da kriege ich die gar nicht lang geschoben. Dann muss das hier oben irgendwie gehen. Ah, nein, so nun nicht. Okay. Ja, ach so, müsste ich die Kiste vielleicht auf diese... Aber die kriege ich da nicht hin. So. Ach so, nee, das geht ja nicht. Ach, und wenn ich jetzt hier nochmal durchgehe, geht es bestimmt aus. Ah, wie clever, ey. Das ist ja nice. Gut, dann kann ich die jetzt dahin schieben.
Nein, das war zu weit. Hierhin bitte. Und dann... Ach so. Ja, wie komme ich jetzt da wieder durch? Ach so, na, ich kann ja auch da unten lang gehen. Ist ja egal. Ich habe ja keine Kiste mehr an Bord. Ja, toll. Na, das war... Habe ich ja wieder gut geschalten, ne? Nämlich gar nicht. So, und jetzt steht die da und ich hätte mit der Kiste zusammenlaufen müssen. Ich habe gerade gesehen, dass die einen Schatten geworfen hat. Das heißt, ich hole mir die jetzt nochmal zurück. Ich gehe auch nochmal zurück. Achso, nee, ich muss die ja nochmal betätigen. Genau. So, und jetzt betätigen und jetzt lauf, 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 du kleiner Professor. Du schaffst es. Los, 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 lauf schneller. Sehr gut. So, und da ist jetzt nochmal eine Möglichkeit, die Kiste abzustellen. Das werde ich natürlich auch machen. Da unten. Weißt du, musste drücken und ziehen und... Ja, scheiße ist. Drücken und ziehen. Ah, doch, kann man noch von hier ziehen. Wo bewegt sich die denn jetzt hin? Ach, da lang. Und dann muss ich wahrscheinlich hier... Ja, okay. Oh, oh, da war ich zu langsam. Gut, aber ich habe ja prinzipiell mal verstanden, was ich tun soll. Das ist doch auch was wert. Weißt du, ich freue mich ja schon immer, wenn ich verstehe, was ich überhaupt machen soll. Das ist ja bei manchen Spielen, stehst du dann ja auch da und denkst, ne, ey, na, was soll ich denn jetzt hier tun? Was ist denn los, ne? Ja, so sollte ich es nicht tun. So. La da 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 la da 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 papa. Ups. Und so. Okay, und ziehen. Pass auf, und jetzt kann ich die. Ich kann die ja hin und her schicken. Ich gucke jetzt nochmal genau, wie schnell die ist und wo ich da hin. Pass auf, ich hole mir die wieder her. Das ist ja das Schöne. Ich kann mir die ja jederzeit zurückholen. Und... Das schaffe ich nicht. Alter, hast du gesehen, wie schnell sich das bewegt? Das ist doch... Ey, Mann! Ach na, ich komme da gar nicht lang, weil das ist eine Lücke da unten, oder? Warte mal. Ich ziehe mir das mal nochmal dahin. Da muss ich da mal gucken. Guck, da komme ich gar nicht lang. Ich komme nur da lang, wo auch das Licht ist. Sehe ich das richtig? Warte mal. Ach, da kriege ich die Kiste nicht lang geschoben. Aber da ist doch... Ah, nein, 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 nein. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die eigentlich runterziehen. Ich wollte sie eigentlich runterziehen. Hier, schnapp dir mal die Kiste und dann... Nee, guck, da ist nämlich ein Geländer. Da komme ich ja gar nicht lang. Ach, ich komme... Ach, weißt du was? Ich sehe das jetzt hier gerade. Was ist hier denn noch? Ich guck mal einfach und dann schaue ich mal. Hey, das habe ich ja wieder mal nicht gesehen, dass da ein Geländer ist. Ach, brauche ich hier hinten die Kiste vielleicht? Das könnte sein. Warte mal. Ist die dann... Ja, warte, jetzt schicke ich die Kiste da mal erstmal, ups, an ihren Bestimmungsort, oder? Nein, 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 du sollst da ziehen, festhalten und ziehen, junger Mann. So.
Bin ich eigentlich der Einzige, der diesen komischen Laborunfall hier überlebt hat? Und wenn ja, warum? So. Ah ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich... Ich muss nur darüber huschen. Ich sehe schon. Rüber, rüber, rüber. Genau, das ist der Plan. So, guck mal. Und jetzt... Ah, da komme ich gar... Da komme ich eh nicht lang. Da komme ich gar nicht hin. Kann ich aber hier unten irgendwie... Warte mal. Hier ist noch eine Tür. Hallo? Da ist wieder so ein, wo man drauflaufen können sollte, aber kann ich jetzt ja gerade nicht. Und hier ist ja kein, hier kann ich noch nichts machen, ich verstehe schon. Hier ist aber auch, ich sehe keine weitere Kiste. Ich gehe jetzt mal hier nochmal zurück und schaue, ob ich irgendwie auf die Kiste zugreifen kann. Ach, da wäre auch noch, ah, ich habe, weil ich die Tür auf, gemacht habe. Ja, ich verstehe. So, und was macht denn jetzt dieser Schalter? Also, der macht nichts. Und was macht dieser Schalter? Der macht das Licht aus. Dann kann ich mir doch hier den wunderschönen Kühlschrank holen. Oh, oder Aktenschrank. Eher Aktenschrank vermutlich. Warum sollten in einem Labor so viele Kühlschränke stehen? Obwohl, wenn da Proben und so, ne, die werden ja wahrscheinlich... So, jetzt wird der dahin gebracht. Jetzt gucke ich hier weiter. Sehr gut. Und dann müsste der jetzt ja für mich erreichbar sein. Da ist er schon. Gut. Dann komm mal mit, du. Und muss der dann, ja vermutlich... hier mit transportiert werden, denke ich. Und mal gucken, wo der dann hinfährt. Und... Aha! Da muss ich durchlaufen. Ich verstehe schon. Da ist er nämlich ein bisschen langsamer. Den hole ich mir jetzt gleich nochmal wieder. Und dann kann ich da durchlaufen. Ja, komm mal her. Und dann muss ich, da ist ja eine Tür. Da komme ich ja durch irgendwie. So. Alles klar, ey. Ja, das befürchtete ich schon. So, jetzt komme ich dahin wieder zurück. Aber wo landet denn... Ja. Ha, und nu? Ich kann ja nur hier lang. Ich kann ja eigentlich nur hier lang. Das ist ja gemein. Kann ich hier... Nee. Ach, ah, dann geht da... Ist das Licht jetzt aus, oder wie? Sehe ich das richtig? Und dann kann ich jetzt wo lang? Hä, ich bin total überfordert. Hallo, ich bin überfordert. Mir den nochmal. Da muss ich gleich mal nochmal gucken. Das ist ja merkwürdig. Das ist, ich verstehe es wieder nicht, ey. Manno. So, komm her. Ich verstehe das doch nicht. Ach, jetzt geht das Licht natürlich aus, wenn ich da lang laufe. Ja, natürlich, ja. Sehr gut. Haha, geschafft. Licht. Sicherheitsvorschriften. Alle Mitarbeiter in den Testkammern haben sich an diese Regeln zu halten. Messer, Gabel, Schere, Licht sind verboten, Rauchen verboten und Schutzkleidung tragen. Beachten Sie das. Irgendwas sicheren Deaktivi des EM-Feldes zu ne des kohärenten abgeschnallte werden. Magnetisches Feld, Eindämmung, Photonenauflösungsgerät. Okay. Das sieht ja interessant aus. Bin ich ja mal gespannt hier. Oh nein, das sieht aus, als ob man da... Oh nein, das wird auch nicht leichter hier, ne? Na gut, hier bin ich. Ich bin der Professor. Was ist hier geschehen? Dieses Stück, ich weiß, dass es ein wichtiger Teil des Labors ist, aber wie komme ich da hin? Ja, das weiß ich ja auch nicht so genau.
Ach so, oh, nein, ich wollte eigentlich mit und dann, ich habe schon gesehen, dass ich erst oben drüber und dann unten drunter laufen muss. Und während ich noch überlege, ob ich das jetzt richtig mache, habe ich es verkackt. Aber macht nichts. Ich sehe ja, die kommen wieder, von daher ist das nicht so schlimm. So, und jetzt muss ich nämlich hier unten laufen. Aber ich habe ja Zeit, mich hetzt ja niemand. Und deswegen mache ich das jetzt hier. Oh! Wie schnell ist denn das? Ne, das schafft man nicht. Warum ist das so schnell? Kann ich hier noch irgendwas einstellen? Nein. Warum ist das so schnell? Siehst du das, wie schnell das ist? Ach, Kacke, ey. Oh nein, schieb mich nicht ins Licht. Oh nein, ich wollte nicht ins Licht. Na gut. Egal. Puh, mir doch egal. Mach doch, was du willst, du Blödi. Menno. Ich bin ins Licht geschoben worden. Das mobbt mich. Lauf! Lauf! Nein. Nein, 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 nein. Ich mache Fehler gerne öfter, aber ich bin ja auch nicht gänzlich bescheuert, ne? Oh nein, oh nein, oh nein. Ja toll, wie soll ich das denn wieder machen? Ach du guter Gott. Hier in die kleine Lücke mit meinem dicken Popo. Na, das wird was geben. Ah ja, da muss ich da oben lang. Ich sehe schon. Na bravo, ey, das wird ja... Ach du Scheiße. Liebe Entwickler, wer denkt sich denn sowas aus hier? Das ist doch ein spezielles... Oh oh. Ja, das, ich muss erst den Schalter bedienen, okay. Das ist doch ein spezielles Mob, die Damakash hart und dreckig spielen. Ey, aber wirklich? Wo muss ich denn da oben hin? So, dann kann ich mich da oben hinstellen und dann... So what? Weißt du, da ist Licht. Weißt du, hier... Ja, da war zu viel Licht anscheinend. Oh, oh. Bam. So, und da oben ist aber auch Licht. Das macht ja auch keinen Sinn dann. Ach, da ist ein Lichtschalter. I see. Und dann muss man da schnell... Ah! Miese Falle, ey. Miese Falle, miese Falle. So. Ja, ach komm schon. Was macht die denn da, die Kiste? Oh, muss ich mich von der da durchschieben lassen? Anscheinend, war. Ich lasse mich mal von der schieben. Komm her. Nee, die schiebt mich durch. Aber wenn ich da durchgehe, geht das Licht wahrscheinlich aus, oder? Nee. Hallo? Das ist, da gehe ich doch nicht freiwillig hin. Ich bin doch nicht Ballaballa oder was? Könnten wir hier mal irgendwie... Ich trau mich nicht. Oh... Ah, da war ich ein bisschen immun gegen das Licht. Ich sehe schon. Ah, und da vorne ist jetzt ein Schalter. Den soll ich wohl betätigen. Das werde ich dann doch auch glatt in Angriff nehmen jetzt, wenn diese wunderschöne Kiste da kommt. Und da durch, geht durch. Oh, theatralisches Hinfallen. Ach, nee, ach, come on, ey. Das hat mich jetzt schockiert, dass ich da jetzt nochmal durch muss, durch das ganze Gewusel. War, ist das mies. Nein, 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 nein. Okay, ganz ruhig bleiben. Ruhe bewahren. Om Shalom. Om Shalom, Om Shalom.
So, jetzt gucke ich mir den Spaß hier an. Kann ich... Ja, hier kann ich mich aber höchstens hinstellen. Ne? Ich glaube, noch einen Schritt weiter, dann kriege ich Schmerzen am Fuß, was wahrscheinlich nicht so gut ist. Und lauf doch weiter, lauf doch! Ach Gott, Mimmel. So, hier ist der Schalter für die Tür. Tja, jetzt kann ich nur... Ah ja, perfekt. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich nur hoffen, dass da irgendwie das Licht verschwindet. Aber das ist ja geglückt sozusagen. Und... Down. So, nu. Ja, damit mich das nicht wieder irgendwo hinschiebt hier. Oh, da muss ich vielleicht dem folgen hier. Oh, nein, folgen, sagte ich. Nicht ins Licht. Ich müsste echt... Also da... Ich brauch bei sowas brauchst doch einen Todescounter, oder? Alter, echt. Ohne Scheiß, ey. Oh, mehr Dreckszeug hier. Komm schon. Den Raum schaffe ich jetzt noch. Lauf! Und lauf! Nein, lauf nicht, bleib stehen! Oh mein Gott! Oh, scheiße, ey! Scheiße, scheiße! So, und jetzt nehme ich die nächste Kiste, die, da muss ich da runter. Ich verstehe. Gott im Himmel! Ein sehr, sehr schönes Spiel. Also es ist wirklich, oh nein, scheiße. Sehr cooles Spiel, wirklich, das gefällt mir. Das ist echt ganz awesome. Ach, das habe ich überlebt sogar, guck mal an, wer hätte das gedacht. So, nu? Ja, jetzt habe ich irgendwo ein Licht an oder aus oder whatever auch gemacht, ne? Und nu? Muss ich wieder zurücklaufen? Nein, bitte nein, oder? Wo habe ich denn jetzt hier was gemacht? Da hinten. Das Licht habe ich ausgemacht. Dass ich da hochkomme, oder was? Und was habe ich dann davon? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich gehe da nochmal zurück jetzt, oder wie? Oh Gott, ey. Nein. Ja, ich habe auch noch nicht so wirklich den Plan, wo ich jetzt hier lang muss, tatsächlich. Muss ich leider sagen. So, welches Licht mache ich denn da aus? Ich weiß es nicht. Und warum muss ich den Scheiß denn jetzt hier nochmal machen hier? Was ist denn das hier? Gebt doch einer kleinen Dammerkasche ein paar mehr Speicherpunkte. Obwohl, hier sind schon welche, ne? So ist nicht. Also ein paar Speicherpunkte sind ja da. Oh, 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 oh. Und net. Und dann hier muss ich lang. Oh, oh. Das war mal knapper. Das war mal knapper, als es sein sollte. Und bam. Okay, wenn ich jetzt da diesen blöden Schalter... Ach, dann geht da das Licht an, oder was? Warte, ich guck mal, was dann passiert. Da geht das Licht aus. Ja, und dann, was habe ich denn davon? Verstehst du? Das habe ich halt nicht ganz kapiert, was mir das bringen soll. Dass da das Licht ausgeht. Siehst du da irgendeine Logik dahinter? Ich sehe im Moment noch keine. Ich weiß nicht, wo ich weitergehen soll. Ich finde es blöd. Da in den Raum komme ich ja jetzt auch gar nicht mehr. Nein. Da ist ja jetzt Licht. Das ist ja scheiße. Muss jetzt wieder zurück, oder was? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe nur gesehen, dass der Schalter, ja. Das, oh oh. Nein, scheiße. Das hilft mir aber auch nicht weiter. Nein, bin ich jetzt Game Over? Nee, ach Gott. Na, das fehlt noch, was? Stell dir mal vor, du hast nur begrenzte Leben, so wie damals bei Mario oder so, weißt? Oh Gott. Da gab es dann aber immer Level, das fand ich immer ganz cool. Die hat man dann immer gemacht, so ein Wasserlevel zum Beispiel war da, wo du dann mit dem Stern, mit deinem Superstern, wo das relativ einfach war, dein Leben zu sammeln. Das haben wir bei Mario dann immer gemacht. Leben gefarmt, ja. Farming gab es auch schon bei Super Mario.
So. So, er macht dann dieses Licht aus. Das sehe ich ja richtig, ne? Und macht da hinten... Macht er da hinten noch irgendwas? Und wenn er da das Licht ausmacht, weißt du, was bringt mir das denn eigentlich? Das verstehe ich halt irgendwie nicht so ganz. Nein, 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 nein! Ah! Aha! Ich wollte mich nur umschauen. Ja, nicht mehr. Ich wollte nur gucken. Mann, Mann, Mann. So, komm her hier. Zackig, 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 zackig. Jetzt brauche ich schon nur noch eine Kiste, ne, mit der ich hier durchgehe. Ist das der? Ich bin der Held im Erdbeerfeld, du. Ich sag's dir. So, jetzt ist da aus und da hinten ist, glaube ich, auch ausgegangen. Also irgendwie ist da auf alle Fälle ausgegangen. Hier, komm her. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich denn dann da... Kann ich da durch, diese blöde... Ich guck mir jetzt mal an, wie das Licht sich hier bewegt. Da komme ich ja gar nicht durch. Weißt du, was ich meine? Ich komme durch diese scheiß Tür ja gar nicht mehr durch. Wo muss ich denn lang? Ich verstehe es halt nicht. Da kommt jetzt eine Kiste. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wo ich hin muss. Na toll, jetzt kommt da auch wieder noch eine Kiste, ey. Komm hier rüber, darüber, darüber. Oh, oh, nein, 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 nein. Ach, fuck, ey. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Muss ich da dann zurück oder? So. Okay, jetzt einmal durchatmen und jetzt singen wir alle fröhliche Lieder. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle fühlt sich gut. Oh, voilà. Komm her. So, wenn mir da das Licht aus... Wenn mir da das Licht ausgeht. Ja, manchmal geht mir halt das Licht aus statt an, ne? Da muss ich doch wahrscheinlich da lang und ich werde wahrscheinlich einfach schlicht und ergreifend zurück müssen. Ich vermute es jedenfalls. Also, weil da rein kann ich ja nicht mehr. Pass mal auf, kann ich den nochmal bewegen? Nein, kann ich natürlich auch nicht. Ach, hab mich doch gerne, ey. Ah, nein, 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 nein. Muss ich? Ich muss den Schalter bestimmt einfach nochmal bewegen. Ich doofe Kuh. Ja, dann mach ich das doch nochmal. Ach, Mann, ey. So. Probieren wir es nochmal, wa? Ich bin dann aber auch... Oh, ich will das dann schaffen. Und kennst du das, wenn du dann so denkst, nee, jetzt schaffe ich das, jetzt schaffe ich das, jetzt erst recht, meh, 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 meh. Dann geht's meistens gar nicht mehr, oder? Also irgendwann ist dann so ein Punkt, wo du sagst, wo du besser sagen kannst, ich mache jetzt das Spiel mal aus. Das hat für mich jetzt keinen Sinn mehr. Und wenn man den Punkt erreicht, sollte man das Spiel nach Möglichkeit auch ausmachen, weil dann hat's meistens keinen Sinn mehr. Ich merk's nur mal an. Okay, oh, 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 oh. Es gibt halt da auch keine Fluchtmöglichkeit, ne? Alter Falter, ey. Kotz ich im Kreis. So. Go, go, go. Mach ein bisschen hinne, scheiß Dreckskiste. Und dann geht's weiter hier. Ich will das jetzt noch schaffen da. Zack. Okay. Licht aus. Und hier lang. Ja, und nein, 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 nein. Ja, ja, hier ist, nein, hier ist, ach, komm schon. Okay, ich, mir reicht's. Mir reicht's, ich probier's jetzt noch einmal. Und wenn das nicht geht, dann hab mich gerne. Dann bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich denke... Schönes Spiel, aber nicht mehr heute Abend.
Aber trotzdem habe ich dann wenigstens einen kleinen Ersatz gehabt und ich werde das, glaube ich, auch hinter ein Commentary legen. Das Commentary ist wahrscheinlich dann schon draußen, bevor dieses Spiel hier kommt. Na, wie das dann immer ist. Gefällt mir auf alle Fälle sehr, oder? Ist ein sehr cooles Spiel, wenn man so auf so eine, wenn man so auf so Puzzle-Plattform-Zeug steht, ist das, glaube ich, ganz geil. Also mir macht das schon richtig Spaß. Ich kann sowas nur nicht ewig am Stück spielen, weil ich merke dann, kennst du das, wenn du so spürst, dass du aggressiv wirst? Dieses Gefühl verspüre ich gerade. Und das ist nicht gut. So, ich habe jetzt da einfach mal den Schalter bewegt und hoffe, dass das irgendwas bringt. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ach, jetzt habe ich die Tür dazu gemacht. Oh nein, oh nein. Ja, aber ich kann doch da auch gar nicht durch die Tür gehen, oder? Da komme ich ja gar nicht durch. Da ist ja alles voll Licht. Wenn ich denn wenigstens einen Hinweis hätte, wohin verdammt nochmal ich hier soll, dann wäre das schon eine große Hilfe. Soll ich nach links? Soll ich nach rechts? Soll ich ins Licht? Oder auch nicht? Ich weiß es doch nicht. Bitte, liebes Spiel. Sei nicht so herzlos. Gut. Aber Gott sei Dank, wenn ich mich jetzt hier aufrege und rumfluche und ein bisschen schimpfe und so, weißt du, das hört eh keiner mehr. Das Video dauert jetzt schon eine Stunde. Nur noch die Harten sind dran geblieben und das ist ein verschwindend geringer Bruchteil. Von daher ist das nicht schlimm. Kann ich hier auch failen wie so eine Große, weißt du, das ist so scheißegal, ey. Okay. Menno. Ja, also die Tür zumachen ist auf alle Fälle total uncool. Nee, ich muss aufhören jetzt. Ich merke, dass ich echt aggressiv werde. Wirklich. Ich mag das nicht, wenn ich sauer werde. Ich kann es nicht leiden. Dann kann ich mich selber nicht leiden. Weißt du, es gibt ja so emotionale Ausbrüche, die kann man an sich vielleicht einfach nicht so leiden. Und so diese Aggression gehört für mich dazu. Vor allen Dingen wegen so einem Scheiß. Das ist ein... Nein, ich muss jetzt hier aufhören. Das ist ein Spiel, weißt du. Also, was soll's denn? Nein, ich möchte den Level nicht neu starten. Aber ich könnte mal gucken. Warte mal. Was gibt's denn hier für Einstellungen? Ach so, nee, das ist nur... Okay, das ist das. Kapitel laden. Was gibt's denn hier? Ach, guck mal. Da kann man mal gucken, wie viele das gibt. Ich habe jetzt ja gar nicht so viele geschafft, ne? Ja, ist ja cool. Ja, da gibt's also ein paar Level gibt's noch. Ich werde das jetzt dann halt nicht fertig spielen, aber ich glaube, das muss auch gar nicht sein und es macht auch nichts. Ich freue mich, dass ich das jetzt hier spielen konnte und ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben in One Upon Light. Also wenn du so Puzzle-Plattformer magst, unbedingt holen, macht Spaß. Es wird einige Rages wahrscheinlich dann geben, ne? Denn ich denke, es wird ja nicht leichter werden. Aber trotzdem war es sehr, sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Lass es dir gut gehen, danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. On my own, I am strong, I am fine.